Geschichte von Ali ibn Abi Talib und dem Richter namens Shuraih al-Qadi. Die Geschichte war so, Ali ibn Abi Talib, als er Staatsführer gewesen ist, ihr kennt ja Ali ibn Abi Talib, richtig? Der vierte Kalif von den rechtgeleiteten Kalifen. Ihm wurde ein Schild gestohlen. Dann ging er durch die Straßen und sah, wie ein Jude dieses Schild getragen hat. Und sagte zu ihm, das ist mein Schild. Du hast mein Schild gestohlen. Sagte, nein, das ist mein Schild. Doch, du hast mein Schild gestohlen. Und dann sagte Ali radiallahu anhu als Staatsführer zu diesem Juden, wir gehen zum Richter. Und dann gingen sie zum Richter. Und dieser Richter, Shuraih, war überrascht und konnte es kaum glauben. Der Kalif, Ali ibn Abi Talib, kommt zu mir in den Gerichtssaal, muss irgendwas passiert sein, was er gerade zu mir hat. Dann sagte Ali ibn Abi Talib zu ihm, du musst zwischen mir und diesem Juden richten. Was ist passiert? Er hat mein Schild gestohlen. Dann sagte der Richter zu ihm, wo sind deine Zeugen? Und dann hatte er zwei Zeugen, seinen Sohn, einer seiner Söhne, Hassan und Hussein, einer von beiden, und einen Cousin. Und dann sagte der Richter, diese zwei Zeugen kann ich nicht als Zeugen nehmen, weil sie dir nahestehen. Er sagte, diese zwei Zeugen sind befangen. Diese zwei Zeugen kann ich nicht als Zeugen nehmen, weil sie nicht neutral ihre Zeugenaussage tätigen könnten. Hast du andere Zeugen? Dann sagte er, nein. Dann sagte er, ich kann nicht unter euch richten. Und dann gingen sie aus. Und Ali ibn Abi Talib war zufrieden. Okay. Und dann kam der Jude zu ihm und sagte, oh, Amir al-Mu'minin, Führer der Gläubigen, du bist Zeuge, dass ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Denn dieses Verhalten, was du an den Tag gelegt hast, ist ein Verhalten von einem Propheten. Das heißt, derjenige, der dich gelehrt hat, muss ein Prophet sein, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dann sagte er, hier ist dein Schild. Wisst ihr, was Ali ibn Abi Talib zu ihm gesagt hat? Er hat ihm gesagt, da du jetzt mein Bruder geworden bist, schenke ich dir dieses Schild.